Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Resident Evil 7 End of Zoe. Ja, Zoe ist entführt worden und ich sehe da in der Entfernung eine Kirche stehen und fühle mich gerade ein bisschen an Outlast 2 erinnert und irgendwie glaube ich auch, dass diese Kirche da nicht umsonst steht. Das wird wohl das Ziel unserer Reise sein. Ja, dann müssen wir jetzt also hier erstmal diesen kleinen Weg hier überleben, wahrscheinlich. Ganz schön feucht. Oh, Scheiße! Okay, ich sehe schon. Man kann hier also ziemlich schnell runterfallen und dann da unten zum Unhappy Meal der Alligatoren werden. Meine, ja, ich rechnete hier mit Gegnern, aber das kam jetzt doch schon sehr plötzlich. Das zwei? Ja, das sind drei sogar. Scheiße, raus hier. Scheiße. Scheiße! Damit habe ich es nicht gerechnet. Das sieht schon ein bisschen eklig aus bei ihr, oder? Ja, jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Also am Anfang dieses Mini-Abschnitts meine ich natürlich nur. Ich habe. Gut, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier irgendwie ein bisschen. Ich überlege, ob ich das sage. Vorbereiten ist hier das falsche Wort, aber eigentlich schon. Uah. Stimmt, da war ja einer direkt. Okay, wir müssen hier auf alle Fälle. Versuchen, uns erstmal ein bisschen Munition zu beschaffen. Das hat ja wunderbar funktioniert hier. Ich dachte, man könnte jetzt noch irgendwie so ein bisschen drüber hopsen oder so. Oh! Ach Mann. Kann man die da irgendwie schon vorher erledigen, wenn die da auf dem Dach rumhängen oder so? Nee, anscheinend nicht. Aber wir müssen die hier. Ah, okay, dann. Zum Glück. Ich dachte, der ist jetzt verworfen oder so. So. Scheiße, der kommt von da. Ach so, deswegen. Ja, weil gegen. Weil gegen drei zu kämpfen ist halt schon ziemlich nicht so gut. Ach, ist doch gemein. Na gut.
Wir haben sie alle. Die schon gesehen, Bro. Die Schnauze gibt's, ey. Alter. Ja, hier wirft einem das Spiel auch nochmal alles entgegen, so was es wahrscheinlich noch in der Hinterhand hat. Ja, ich habe schon mitbekommen, dass es hier Kokos gibt. Und hoch. Danke, dass du so arschlangsam hier hochgehst. Na, immerhin können wir uns jetzt hier ein bisschen heilen. Also eine Heilung herstellen. Ha! Dachte mir doch, dass das hier bestimmt nicht aus Zufall ist, dass man hier hinten schon mal rumspähen kann, dann wird man nämlich da nicht einfach so schnell überfallen. Ist auch fies, ne? Sie ködern einen hier damit und dann steht da plötzlich einer und will einem Böses. LCS. Na gut. Den Witz erspare ich uns. Oh, schön. Wir können uns nochmal Heilung herstellen. Geil. Aber das spricht ja dann immer für krasse Kämpfe, wenn wir so viel Heilung an die Hand kriegen. Igitt. Ganz schön übel erwischt worden von dem blöden Vieh. Also Standard-Modes sind kein Problem. Kann man ja mit einer schönen Links-Rechts-Kombination, kann man die ja gut in Zaum halten. Boah, da hat man noch so einen Urschrei losgelassen. Also auf schwer stelle ich mir diese Passage wirklich sehr schwer vor. Okay. So viel zu meiner coolen Idee mit der Bombe. Ich weiß doch, dass du da bist. Hinter mir war doch auch noch einer, oder? Ein Ast und noch ein Ast. Ganz schön viele Äste. Und mit so vielen Ästen können wir auf jeden Fall einige Speere herstellen. Da sind auch nochmal zwei Speere.
Boah, schön aufgefahlt. Oder gepfählt. Wie der Pfähler. Boah, schön hier, ne? Denkst du hier, du kannst was? Da hau ich dich kaputt, hau ich dich da. Und zack. Ach nee, du kommst auch noch an. Igitt. Ah, so. Oh, noch eine Boxerpuppe. Aha. So, erstmal ein Speicherpunkt. Ich würde ganz gerne mal wissen, wie viel stärker mich diese Boxerpuppen machen, weil ich finde davon ja jetzt gefühlt echt viele. Deswegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich will da jetzt nicht runter. Yep, das ist 1A ein Kampfplatz. Das heißt, bevor uns jetzt gleich der Gegner, wegen dem wir hier auch gleich kämpfen müssen, überrennt, lieber erstmal alles noch einsammeln, was wir hier finden können. Also Spoiler, wahrscheinlich mache ich jetzt da hinten die Tür auf und dann kommt da so ein Typ. Wahrscheinlich dieser hässliche Große. Das Sumpfmonster und will uns an den Kragen oder so. Ja, wer hätte damit jetzt rechnen können? Aus dem Weg, Fetzer. Okay, das war jetzt, ist jetzt ein bisschen anders als erwartet. Okay, ich muss die jetzt doch ein bisschen hier mit Hausgewalt kaputt schlagen. Na du! Gitti. Kotzt mich ganz schön an, sage ich dazu nur. Wenn wir hinter ihm sind, können wir ein paar gute Schläge landen. Wenn wir hinter ihm sind. Also hinter ihm zu stehen ist eine gute Entscheidung gewesen. Leider habe ich jetzt auch meine ganzen Speere vertan, aber ich glaube, das ist okay. Man kann den Kampf wahrscheinlich besser beenden, aber wahrscheinlich auch schlechter. So, auf in die Kirche. Das ist ein verdammter Sakrileg. Oh,
Jack? Was zum Teufel? Es ist also Papa Jack, der unter der Maske des Sumpfmonsters steckt. Oh nein, lebendig begraben? Dein Ernst? Verdammt, Jack! Erkennst du deinen Bruder nicht mehr? Wag ich dich! Fass ihn nicht an! Jack! Lass mich gefälligst raus! Die Familie! Wie kannst du mir sowas antun? Lass mich gefälligst raus, Jack! Das hat echt sehr viel von Outlast 2, finde ich, oder? Was zur Hölle? Mist. Mensch, Jackie Boy. Was ist nur passiert? Okay, wieso sind hier so viele Särge? Diese Schlauchboote, die gehören doch... Ja, die gehören den Umbrella-Leuten, die ja nicht mehr böse sind, wie wir jüngst erfahren haben. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Angriff von einer unbekannten Biowaffe! Beckerhaus Camp wird angegriffen! Muss dasselbe Ding wie bei der Basis sein! Was zum Teufel! Er stirbt nicht! Rückzug, Rückzug! Da bist du ja, du dreckiges Schwein. Du dreckiges Schwein. Na dann mal los. Okay, hier geht's ganz schön ab. Soll man das jetzt hier bitte schaffen? Wir sind vier von den Dingern. Vier! Oh! Molded mit zwei Klingenarmen. Okay, aber was haben wir denn da für einen geilen Handschuh? Hilfe! 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 Angriff von einer unbekannten Biowaffe! Dann mal los. Nee, ganz ehrlich, ich glaube, mit einem Kampf kriegt man das doch hier nicht hin, oder? Also, nur mal so, weil die hauen einen ja sofort kaputt und ich habe doch nur ein Heil-Item. Bist du ja, du dreckiges Schwein. Na dann mal los. Achso, man kann denn hier hinten weiter. Ach so, okay. Weil wie gesagt, gegen die vier. Aha. Was zur Hölle ist das? Eines ihrer Spielzeuge? Einsatzbereit.
Okay, L2 kräftiger Schlag. Wow, geil. Laden. Wie geil. Okay, das lohnt sich schon. Laden. Vollständig geladen. Yes, vielleicht Bitch! Genau das, was ich brauche, um Jack endlich auszuschalten. Das heißt, es ist dann der gefühlt dritte Bosskampf gegen Jack im Spiel. Ich sehe gerade, von der Zeit her sind wir schon ziemlich weit, deswegen würde ich sagen, machen wir hier ein passendes kurzes Päuschen. Sehen uns wieder in der nächsten Runde hier bei Resident Evil 7 End of Zoe und damit, ja, verstärkten Superarm geht es dann gegen Jack und die anderen fiesen Moldeds hier. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Runde. Haut rein, gehabt euch wohl, BB, euer Hyuga.